Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's auch gut und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Seit dem letzten Video ist auf jeden Fall einiges passiert. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, wissen auf jeden Fall Bescheid. Sarita möchte gern Latina, hat mir auf jeden Fall geantwortet. Also was heißt geantwortet? Sie hat versucht, mich in ihrer Instagram-Story bloßzustellen. Sie hat ein Bild von mir gepostet, was 3-4 Jahre alt ist, wo ich neben einer Puppe, beziehungsweise neben einer Lego-Puppe oder was auch immer das war, ja, sitze, wo ich voll dünn bin, beziehungsweise wo ich voll dünn aussehe. Ja, das war auch zu einer Zeit, wo ich sehr, sehr dünn war, Sarah. Was ist daran so schlimm? Auf jeden Fall hat sie versucht, mich zu provozieren, aber die Instagram-Stories sind mittlerweile schon gelöscht. Sie hatte keine Ahnung, sie hat einen Schuh gepostet, unter der Schuhsohle hat sie auf jeden Fall mein Gesicht sozusagen hinzugefügt. Mit diesem Snapchat-Sticker, ihr wisst, was ich meine. Ja, sie ist ganz lustig. Was habe ich dann gemacht? Ich habe auf jeden Fall auf Freestyle, ja, einen Diss gemacht. Ich habe meine Instagram-Story sie einfach die ganze Zeit gedisst. Und ja, Leute, ich weiß, ich kann nicht rappen oder ich kann auch, ich habe damit nichts am Hut, aber ich wollte sie einfach provozieren. Hallo, Bruder, hau rein, ne? Ich küsse dein Herz, Bruder. Wallah, hier nimm mal den Müll mit raus, nimm mal Sarah mit raus, Bruder. Hadi, hau rein, Bruder. Berhan hat leider kein Geld mehr. Das tut mir leid. Er fragt seine Freundin. Sarah, komm, wir fliegen in die Türkei. Darauf kommt nur eine Antwort. Nein, ich will lieber nach Dubai. Kleine Filmfrage. Tschüss. Ich guck in ihre Insta-Story und sie nennt mich Zwiebelkopf. Doch Sarah, dich packt kein Kanacke mehr an wie die Xbox. Ich gehe inshallah mit 25 bald in die Rente. Währenddessen lutscht Sarita auf der Rückbank. Ich kann nicht rappen, auch nicht singen. Doch stelle ich dich meiner Mutter vor, sagt sie zu mir wie jeden Morgen. Onum, kannst du bitte den Müll rausbringen? Sarah, du bist so fake wie eine Perücke. Du bist so ungebildet, dein Lebenslauf passt durch meine Zahnlücke. Nicht, Janelle, wieso schießt du gegen Sarah? Sie ist doch rattenscharf. Bro, sie sagt, sie sei halb Spanierin, damit sie sich Latina nennen darf. Sarah, um dich zu fronten, damit mache ich keinen Gewinn. Selbst ich werde dich nicht mal weghauen, obwohl ich fett bin. Sie ist nicht volljährig, deswegen hat sie Hausverbot in allen Solarien. Berhan und Sarah, macht nicht auf Fame. Hat euch Kai geholfen? Oder warum sind eure Follower aus Saudi-Arabien? Deswegen folgt mir jetzt auch weiter auf Instagram, weil dort werden noch einige Disses und so weiter kommen. Na gut, was ist denn jetzt passiert? Ich wurde auf jeden Fall 100 Mal auf ein Video markiert auf TikTok, beziehungsweise ich bin draufgegangen und habe erstmal einen Herzinfarkt bekommen. Also was heißt ein Herzinfarkt? Also ehrlich gesagt hat mich das gar nicht gewundert so, ne? Man sieht auf jeden Fall Berhan in einem Bett mit einem anderen Mädchen. Ich blende euch das mal kurz ein. Was hier wo passiert ist und der liebe Berhan. Mama, das ist ein Weg. Ich hab kein Wort verstanden, was er da gesagt hat. Kann mir das mal einer übersetzen, Digga? Ich dachte, der ist Türke. Ich hab kein Wort verstanden, wallah billah. Entweder bin ich taub oder keine Ahnung, was er da gelabert hat. In der Satansprache, der da gesprochen hat. Auf jeden Fall dachte ich wirklich im ersten Moment, er liegt da neben einem Jungen. Und kuschelt da mit einem Jungen, dachte ich zuerst. Wallah, ich hab das wirklich erstmal so gesehen. Aber dann kam wirklich am Ende raus, dass es doch noch ein Mädchen ist. Meine Message an Berhan. Berhan, ich will dich jetzt nicht verurteilen. Ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, du bist ehrenlos oder du bist das, du bist dies. Man weiß auch gar nicht, ob du zu dieser Zeit noch mit Sarah zusammen warst. Kann ja auch sein, dass das nach der Trennung war so. Ist ja auch scheißegal. Er ist auch nur ein Junge. Und Leute, was soll ich euch sagen? Ich bin nicht sein Vater, ne? So, ich möchte jetzt nicht sagen, guck mal, wie ehrenlos. Er macht das und das mit Weiber. Digga, das ist sein Leben. Soll er machen, was er möchte. So, hat uns nichts anzugehen. Nur das Behinderte daran ist, so lässt du dich dabei filmen. Was bist du für ein Idiot? Du nimmst Weiber mit auf deinem Hotel und dann lässt du dich auch noch filmen. Ja, nee. Was soll ich euch dazu sagen? Einfach behindert. Er ist selbst schuld. Wallah, er ist selbst schuld. Ich glaube, Sarah hat sogar darunter schon kommentiert, sei denn gegönnt oder sowas. Sarah, du Maschine. Du Latina. Die ist ja halb Spanierin angeblich. Latina. Was geht ab? Sehr, sehr stark. Wallah, Sarah. Abwarten. So, ne? Schaut einfach meine Instagram-Story. Bleibt auf jeden Fall aktiv. Einige Diss-Tracks werden noch kommen. Digga, stellt euch mal vor, ich gehe morgen ins Studio und mache einfach so einen Diss-Track, Digga. Würdet ihr das feiern? Natürlich hat dieses Mädchen wieder ADS. Du musst irgendwelche TikToks posten, die gar keinen Sinn ergeben. Aber mach ruhig, du bist ja nicht die Einzige. Dann darfst du das wohl auch, ne? Ja, nee, nein. Nein, Leute. Sie hat das einfach so aus Spaß gepostet, so. Sie hat das nicht gepostet, damit Jungs ihr schreiben oder dass die Jungs da drunter kommentieren, boah, du geile Sau. Nein, die hat das einfach so aus Spaß hochgeladen, so. Einfach so viel Selbstwertgefühl, so. Ich möchte einfach nur zeigen, wie geil die ist. Ja, uns ist schon klar, wieso du dieses Video hochlädst, ne? Wir sind nicht dumm. Sarah, Aufmerksamkeitskind.
Ne, wenn man Bauchtanz oder was auch immer, was du da gemacht hast, wenn man das nicht kann, ne, dann sollte man das auch nicht hochladen. Sarah, was ist das denn, Jani? Du machst da zwei Bewegungen, voilà, das kann ich sogar besser, glaube ich. Die macht da so zwei Bewegungen an meiner Krümmung, die denkt jetzt, die wäre, keine Ahnung, Michael Jackson, aber weibliche Version. Ich habe Gänsehaut des Todes, ne, ich erzähle euch jetzt eine Story. Und zwar, als ich 15 war ich in Marokko und Marokko ist eh komisch, da werden immer Gin-Stories erzählt oder... Also sie möchte uns jetzt eine Geisterstory erzählen. Sarah, guck mal, offiziell, ich lade dich ein zu einem Video. Walla, ich hatte so oder so vor, ein Format zu drehen, wo ich Leuten ein Video drehe, wo sie ihre Geisterstories erzählen. Weil viele schreiben mir jeden Tag noch Hashtag Geisterstories, Hashtag Geisterstories. Bring mal bitte wieder Hashtag Geisterstories. Ich wollte schon mit einem Kollegen drehen, weil der hat auch eine sehr, sehr krasse Sache erlebt. Ist auf jeden Fall spannend so und daraus könnten wir auch was lernen. Ich würde auch gerne mit Sarah ein Video drehen. Sarah, wenn du einverstanden bist, dann schreib mir auf jeden Fall auf Instagram, ne? Schreib mir so oder so jeden Tag Antworten auf meine Stories. Heute sage ich ja gar nicht, dass einen Gin bekannt in Marokko und ihr Marokkaner, wie schon ich meine, und ich weiß, also das war einfach komisch so. Dieser Urlaub war einfach komisch. Und ich konnte einfach nicht alleine schlafen. Ich musste jedes Mal mit meiner Mutter schlafen. Und ich habe jedes Mal, als ich schlafen wollte, einen Schatten gesehen. Das war sozusagen eine Frau, beziehungsweise Mutter und Sohn. Das war richtig komisch so. Und das war bestimmt Berhan am Anfang. Der kommt bestimmt auf die Trennung nicht klar. Das war 100% Berhan, lo. Der stalkt dich bestimmt. Der ist bestimmt so in dein Haus drin. Boah, Digga, ich guck seit letzter Zeit diese American Horror Story bei Netflix, ne? Boah, das hat mein Gehirn auseinandergenommen. Boah, guck die Serie nicht. Ich schwöre, das nimmt... Bruder, hör auf. Krieg schon Psychosen. Ich dachte mir aber nichts dabei. Ich dachte mir so, das ist eh ein Schrank oder so. Aber da war wirklich gar nichts. Das hat mir immer Angst gemacht. Und heute, beziehungsweise gerade, ich wollte Haus des Geldes gucken, ich bin aufgestanden, ich wollte das Licht ausmachen und ich gucke so, ich sehe einfach das Gleiche. Ich sehe einfach das Gleiche, einmal Mutter und Sohn und ich verstehe das nicht. Ich schwöre, ich traue mich nicht aufzustehen, um Licht auszumachen. Ich habe einfach Angst, Junge, ich weiß nicht, was das ist. Ich schlafe nicht hier, voilà, ich gehe auf Straße schlafen oder so. Okay, sie wollte jetzt einmal lustig sein, sie geht auf Straße schlafen oder so. Sehr, sehr stark, Sarah. Hey Leute, Tam, alles schön und gut. So, ne, Thema normalerweise von diesem Video ist ja das eine Video, was aufgetaucht ist von Berhan. Was ich euch dazu sagen kann, ist natürlich, dass es schön, sowas zu sehen, ne? Es ist aber schon öffentlich und er ist so selbst schuld. Ja, ne, wieso lässt er sich filmen, wenn der Weiber mit auf sein Hotel nimmt? Natürlich gibt's jetzt die ein oder anderen, die darunter kommentieren werden, was ist das für ein Mensch, Digga? Chillt er mit Frauen im Hotel? Am Nachhinein soll er mit Esel chillen oder was? Soll er mit Kühe chillen in seinem Bett oder was? Ja, alles schön und gut, er ist Person des öffentlichen Lebens. Er hat auf jeden Fall verkackt. Walla, Berhan, du hast verkackt. So dass du dich filmen gelassen hast. Er lässt sich einfach filmen, während er mit einer schläft. So, Walla, dumm. Walla, ey, was soll ich euch sagen, Digga? Was soll ich euch dazu sagen? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Like da. Auf ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Passt auf euch auf. Macht keine Scheiße. Und haut rein. Ja, stimmt. Lejanko hat mich hochgepusht. Doch was wäre Social Media heute ohne uns? Ganz am Rande, wir haben uns nie hochgelutscht. Deshalb ist die neue Milli zwischen Bauch und Hosenboden.